Ja, hallihallo, der Blumenmann ist wieder da und ich habe gedacht, hey, Tulpenzeit. Ja, irgendetwas mit Tulpen möchte ich heute zeigen. Und ich habe da so eine wunderschöne Glasschale. Und mit diesen Tulpen, die ich euch da gezeigt habe, möchte ich euch was Exklusives, Tolles mit diesen Birken zeigen, für den Frühling zeigen. Ja, eine Tischdeko-Idee, eine Sideboard-Deko-Idee oder einfach ein Eyecatcher mit diesen Tulpen und mit Naturmaterialien machen. Das ist heute das Ziel und ich habe da schon einiges vorbereitet, und zwar diese Äste. Und ja, mit einer gut schneidenden Baumschere schneidet man da so Birkenzweige schön ab. Ich mache längere Stiele, manchmal mache ich etwas kürzere Zweige. Und was auch wichtig ist, nimm da unten diese Astgabelungen weg, weil wenn du die noch dran lässt, dann hast du irgendeinmal plötzlich beim Binden des Blumenstraußes ein Problem. Aber dazu natürlich später mehr. Wichtig ist auch, nimm dünne und dicke Äste. Lass sie etwas kürzer oder länger, so bei 20 bis 30 cm ist so optimal, nicht zu kurz, weil dann kommen sie nicht in die Bindestelle. Du kannst natürlich so einen Tulpenstehstrauß auch machen mit anderen Ästen. Du kannst mit Hartriegel, mit Weide oder mit sonstigen Materialien das Ganze machen. Aber ich finde halt, das Braun mit dem Gelb, das sieht so wunderschön aus. Du wirst es am Schluss sehen, dieser Kontrast. Und jetzt sind die Tulpen noch schön geschlossen. Es ist eine Stronghold-Tulpe aus Holland. Diese Tulpen, die sind so richtig stabil, die bleiben auch schön in der Form. Die Tulpenform, diese Blüte, die bleibt so, sie wird einfach satter in der Farbe. Aber sie wird nicht aufgehen und so wie verfleddern, sondern sie bleibt schön stabil. Und das lieben ganz viele Leute, andere lieben es natürlich, wenn sie so richtig wild werden, wenn sie so richtig, wie soll ich sagen, tulpenförmig aufgehen oder runterhängen. Ja. Jetzt habe ich aber dann genug gelabert, weil ihr wollt ja sehen, wie wir diese Tulpenkreation machen. Ich habe jetzt da dieses Geäst geschnitten und lege es auf diese Seite, weil mit der rechten Hand kann ich schneller arbeiten, als wenn ich da immer alles übers Kreuz legen muss. Dann nehmen wir vom grünen Binderbast und legen diesen mal so auf den Tisch. Und nun nehmen wir diese Äste und Zweige, Stiele und Stängel von den Birken und legen diese hier schön parallel hin. Wenn mal ein Stiel etwas krumm ist, schräg ist, schneide ihn besser noch ab, weil sonst hast du ein Problem. Tulpen schneidet man eigentlich normalerweise nicht an. Aber ich finde, beim Tulpenstehstrauß ist es noch optimal, da kann man nie mehr nachschneiden. Also schneiden wir die Tulpen leicht an, nicht mega schräg wie bei den Rosen, aber so ein leichtes Schnittchen, das kann nicht schaden. Hier unten zum Beispiel siehst du auch, habe ich da noch so eine Astgabelung, die können wir problemlos wegschneiden, das bringt gar nichts. So, und wichtig ist, wenn du einen tollen Tulpenstrauß machen willst, dass du auch dicke Äste hast. Warum? Weil wenn wir ganz viele dünne Äste haben, sieht man am Schluss die Tulpen Blüten fast nicht mehr, erstens. Und zweitens haben wir die Problematik, die Problemstellung, dass wenn wir die Äste ganz dünn haben, nur, dass der Strauß auch nicht so optimal steht oder wir mega viele Äste benötigen. Und das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen eine gute Preis-Leistungs-Verhältnis-Geschichte haben. Also, erstens, was du dir merken musst, ab sofort, gehe mit offenen Augen durch die Welt. Besonders im Frühling, weil es liegen so viele tolle Materialien einfach so rum, die die Gärtner oder die Hausbesitzer schneiden. Und wir, Liebhaber der kreativen Geschichten und Liebhaber der Naturfloristik, wir können da nun profitieren. Wichtig ist, dass du beim Kreieren von diesem Tulpenstehstrauß auch darauf achtest, dass alle Stiele ungefähr gleich lang sind, besonders unten. Das heißt also, wenn du jetzt schon ein Krüssimüssi hast und wenn du unten die Stiele zu lang lässt, hast du dann eine, sag mal, Herausforderung. Und hier habe ich wirklich unten die Stiele alle gleich lang gelassen. Du siehst es dann gleich, wenn ich dir das Ganze aus schnell hochhalte. Jetzt
kann ich das noch nicht so gut. Sorry, ja, dass ich da keinen Kameramann oder keine Kamerafrau habe. Aber das, was ich hier mache, das ist einfach Spaß und nicht wie im Fernseher. So. Wir kommen nun zum Schluss vom ersten Teil, und zwar vom Hinlegen. Nehmen nun den Bast und mal hin. Schauen, dass da ungefähr alles schön parallel hingelegt ist. Habe ich da ein kleines Krissi-Missi, weil sonst, wenn wir jetzt dann intensiv zusammendrücken und zusammenziehen, haben wir dann ein Problem. So wie jetzt hier, wie ich das schon vermutet habe, dass ich da zu viel Kraft investiere. Ich habe da eine neue, andere Bastqualität. Und mit dieser Bastqualität bin ich absolut nicht zufrieden. So, okay, nochmals. Jetzt lege ich es halt einfach so ein wenig über den Tischrand. Gehe nochmals schön rum. So. Jetzt zieht der Stiele schön parallel und gleich lang gewesen, aber durch mein zerrissenen Bast hat es da nicht ganz geklappt. Jetzt siehst du, die Tulpen, die sind da schön über den dicken Zweigen, aber unter den dünnen Birkenästen. Und somit wird es dann auch schön aussehen, wenn die Tulpen dann mit Wachsen beginnen. Ich lege nun da, wenn ich da gleich was sehe, wo ich da noch so nachrichten kann, richten wir das Ganze nochmals nach. Man kann jetzt auch etwas, wie soll ich sagen, nachbessern und zum Beispiel da in die Lücken nochmals einige Äste reinlegen, damit wir da, ich sag mal so, das Ganze schon etwas kompakter haben. Dann ist es wichtig, dass man unten schaut, bei den Stielen, dass alle Tulpenstiele schön unten sind. Da kann man durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und alle sind schön unten. Also das ist wichtig, das siehst du auch hier, wenn du das Ganze anschaust. Ah ja, es passt, weil alle sind gleich lang, die Tulpen. So, jetzt nochmals das Ganze schön zusammenbinden. Jetzt habe ich ja nur einmal ringsum gefahren mit dem Bast. Jetzt siehst du, habe ich viel enger zusammengezogen, darum haben wir auch den ersten Bast wegnehmen können. Jetzt haben wir das Ganze schön zusammengebunden. Du siehst, die Äste sind schön parallel und somit konnten wir das Ganze auch gut zusammenbinden. Jetzt nehmen wir als nächstes den Naturbast und diesen Naturbast legen wir um die Bindestelle. Auch hier wieder schauen, dass wir da den Naturbast schön über den grünen Bast hinlegen. Nochmal so richtig üppig zusammenziehen, fest zusammenbinden, dass wir wirklich da eine stabile Sache haben. Schön abbinden, da kannst du natürlich Schnickschnack und alles machen. Und nun siehst du, hier unten sind alle Stiele gleich lang. Manchmal kann man da noch ein wenig nachkoiffieren, aber es sieht doch wirklich so aus, dass alle gleich lang sind. Du siehst, der Strauß steht selber. Und jetzt nehmen wir die Vase. Ups, keine Schweinerei gemacht. Und du siehst, der Strauß, der steht. Diese Tulpen exklusiv in Szene gesetzt. 10 Tulpen zusammen mit einigen Birkenzweigen und schon steht der Strauß selber. Ja, ich hoffe einfach, es hat dich inspiriert und ja genau, noch was. Wenn du jetzt die Tulpen auswechseln willst, es gibt zwei Varianten. Erstens, du schneidest das Ganze wieder auf und machst es neu. Oder du ziehst ungefähr 2 Zweige raus, vielleicht etwas dicker. Und dann kannst du immer eine Tulpe rausziehen, nachstecken, rausziehen, nachstecken, rausziehen, nachstecken. Und somit
hast du schon bald wieder den frischen Tulpenstehstrauß. Es kann natürlich sein, wenn ihr später Frühling wird, dass dann plötzlich diese Haselzöttelchen die Blütensamen rauslassen, den Blütenstaub, und dann kann es natürlich eine Riesenschweinerei geben. Aber zuerst einfach mal genießen, mal abwarten, und dann, wenn es dann so wird, dass es nervt, dann kannst du auch diese kleinen Blüten mal wegschneiden und dann hast du immer noch was Cooles. Also, ich hoffe einfach fest, es hat dir Spaß gemacht, beim Blumenmann zuzuschauen. Wenn ja, dann lass einfach einen Daumen nach oben da und sonst schreib mir, warum es dir nicht gefallen hat. Hey, oder es gefällt dir, dann schreib es auch rein. Dann sag einfach wieder Tschüss und weg sagt der Blumenmann. Bis zum nächsten Mal. Wieder. Thank you.